Auf eine drehbar gelagerte Scheibe mit eingebauter Spiralfeder kann man eine zweite Scheibe legen, die ebenfalls drehbar ist. Wenn man nun die beiden Scheiben gegeneinander verdreht, wird die Spiralfeder gespannt und nun kann man die obere Scheibe abheben und die beiden Scheiben beginnen gegenläufig zu rotieren. Es gibt noch eine zweite Scheibe mit halber Masse und eine dritte Scheibe mit gleicher Masse, aber halben Kreisquerschnitt. Wir übersetzen nun diesen Vorgang, das Trennen der beiden Scheiben, ins Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild wird der Drehimpuls L zu einer Flüssigkeit und die beiden rotierenden Scheiben werden zu zylinderförmigen Gefäßen, wie hier skizziert. Dann haben wir noch einen See im Hintergrund. Das ist die Erde. Also mit der Erde kann man beliebig viel Drehimpuls austauschen, ohne dass was passiert. Dann haben wir das Massenträgheitsmoment, das ja den Körper charakterisiert bezüglich seiner Rotation. Das Massenträgheitsmoment oder kurz Trägheitsmoment erscheint als Querschnitt der Töpfe. Und weil die beiden Scheiben gleich groß gewesen sind, haben wir zwei gleiche Trägheitsmomente. Wenn man nun den Drehimpuls trennt, das heißt, man entnimmt der einen Scheibe Drehimpuls und befördert sie in die andere. Dann entstehen verschiedene Füllhöhen und die Füllhöhen, das sind die Winkelgeschwindigkeit, also hier positiv und hier negativ. Zudem können wir auch den Drehimpuls rechnen, also hier haben wir Grundfläche mal Höhe, weil die Höhe negativ ist, ist auch der Drehimpulsinhalt negativ. Hier haben wir entsprechend Grundfläche mal Höhe. Hier ist aber die Füllhöhe positiv, also ist der Drehimpuls auch positiv. Zudem gilt die Drehimpulserhaltung, das heißt, die Summe der beiden Drehimpulsinhalte ist zu jeder Zeit gleich 0, weil kein Drehimpuls mit der Erde ausgetauscht werden kann durch die Lagerung des Gerätes. Im Flüssigkeitsbild kann man auch die Energie erkennen. Das will ich jetzt schnell zeigen. Also wenn man hier den Drehimpuls trennt, dann pumpt man ihn quasi den Berg hinauf. Und jetzt kann man wieder den Drehimpulsinhalt rechnen und die Summe ist vorher und nachher gleich 0. Und jetzt kommt eine Fundamentalformel. Das heißt, wir können sagen, die Energie ist gleich einer mengenartigen Größe, also hier der Drehimpuls, mal eine mittlere Pumphöhe, das ist hier die mittlere Differenz der Winkelgeschwindigkeit. Also formelmäßig nehmen wir L2, weil L2 ist positiv, wir könnten natürlich auch minus L1 nehmen, mal, hier schreibe ich die Differenz, weil Omega-1 ja selber negativ ist, also wie man der Zeichnung entnehmen kann, ist das quasi eine Summe und die mittlere Pumphöhe ist noch durch 2 zu berechnen, weil am Anfang ist die Pumphöhe 0 und am Schluss ist sie gleich diesem Klammerausdruck. Jetzt kann man hier L2 ersetzen durch Massenträgheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit. Dann bekommt man diese Formel. Beim zweiten Term muss man entsprechend L1 nehmen und wenn man hier jetzt L1 nimmt, dann muss man hier das Minuszeichen wieder zu einem Pluszeichen machen und dann hat man die wohlbekannte Formel für die Rotationsenergie. Das heißt, die Rotation ist die Energie, die freigesetzt wird, wenn der Drehimpuls an die Erde abfließt. So ist die Rotationsenergie eigentlich definiert. Machen wir ein Beispiel. Zwei Schwungräder mit Massenträgheitsmoment 40. Jetzt kommt die Einheit Kilogramm mal Quadratmeter und 60 Kilogramm mal Quadratmeter rotieren gegenläufig. Das sei die negative Rotationsrichtung, das die positive. Und jetzt suchen wir, wenn hier diese Rutschkupplung geschlossen wird, das heißt, wenn es zu einem Ausgleich der Winkelgeschwindigkeiten kommt, suchen wir die Endwinkelgeschwindigkeit und die dissipierte Energie.
Übersetzen wir das ins Flüssigkeitsbild, jetzt sind die Töpfe nicht mehr gleich groß, aber die Füllhöhen sind immer noch gegengleich. Jetzt können wir hier den Drehimpulsinhalt rechnen, Grundfläche mal Höhe, also 40 mal minus 20 sind minus 800 Kilogramm Meter im Quadrat pro Sekunde oder eben Newtonmeter mal Sekunde. Auf der anderen Seite bekommen wir etwas mehr positiven Drehimpuls, nämlich 1200 Kilogramm Quadratmeter pro Sekunde. Der Gesamtdrehimpuls ist jetzt nicht 0, das hängt mit der Anfangsbedingung zusammen, sondern plus 400 Kilogramm Quadratmeter pro Sekunde, wie man hier schnell ausrechnen kann. Nun, die Endwinkelgeschwindigkeit ist einfach Gesamtdrehimpuls geteilt durch Gesamtmassenträgheitsmoment, also gesamte Menge, natürlich mit Vorzeichen, Schulden sind negativ, geteilt durch die gesamte Grundfläche. Das gibt 4 Radiant pro Sekunde. Jetzt, wenn die Rutschkupplung schließt, dann fließt ja diese Impulsmenge, nämlich 16 Radiant pro Sekunde mal 60, das gibt 960 Kilogramm Quadratmeter pro Sekunde, fließen darunter. Man kann das auch hier rechnen, das sind auch 24 mal 40. Und die Fallhöhe ist im Maximum 40 Rad pro Sekunde und im Durchschnitt 20. Also die dissipierte Energie ist Menge mal Fallhöhe, das gibt 19,2 Kilojoule. Noch eine Bemerkung zu den Massenträgheitsmomenten, die kann man natürlich rechnen, geometrisch. Man muss das nicht unbedingt können, das ist ja heute oft sehr einfach. Hier eine Tabelle aus Wikipedia, also hier der Hohlzylinder, das ist die allgemeine Formel und das sind die zwei Spezialfälle. Für komplexere Geometrien, da hat man heute CAD-Programme, die das auch rechnen. Nachfolgend zeige ich noch ein weiteres Experiment. Überlegen Sie sich, wie sieht das im Flüssigkeitsbild aus und welche Größe bleibt erhalten, Drehimpuls oder Energie, und woher kommt die fehlende Größe und wohin geht sie?